Innovationen sind einfach überall und sie treiben unsere Gesellschaft voran. Sowohl etablierte Unternehmen als auch Startups suchen immer nach Neuheiten. Nach neuen Produkten, Dienstleistungen oder Technologien, in die sie investieren könnten. Und dabei haben sie Handlungsflexibilität. Sie können zum Beispiel die Technologie noch weiterentwickeln, vielleicht doch in ein anderes Produkt investieren, früher investieren oder später. Im Unternehmen passiert das normalerweise nach einem Bauchgefühl. Und ich möchte dabei helfen, das Ganze methodisch anzugehen. Ich bin Stefan Kupfer, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Habilitant am Lehrstuhl für Innovations- und Finanzmanagement von Professor Lukas. Wir haben ein neues Forschungsprojekt mit Professor Spengler von der Universität Braunschweig gestartet und haben uns gefragt, was macht Innovation eigentlich aus? Und da gehört der Produktlebenszyklus dazu. Das heißt, am Anfang gibt es fast gar keine Nachfrage nach dem Produkt. Dann wird das Produkt bekannter, die Kunden fragen das Produkt sehr stark nach. Und am Ende wird die Technologie obsolet und keiner möchte das Produkt mehr kaufen. Und wir haben diesen Produktlebenszyklus gekoppelt an die Investitionsentscheidung. Das heißt, die Frage, sollte das Unternehmen in das Produkt überhaupt erst investieren? Und damit war das interdisziplinäre Forschungsfeld geboren und auch mein Promotionsthema. Die größte Überraschung ist, dass man immer noch selber einen Beitrag leisten kann. Am Anfang als Student steht man ja so vor einem Berg von Wissen, den man sich selber erst aneignen muss. Und dann nach dem Studium in der Promotion heißt es plötzlich, bitte mach noch deine Schippe oben drauf. Das Spannende ist dann, wenn man sich mal lang genug mit einem Thema beschäftigt hat, dass man immer noch etwas findet, was noch neu ist. Ich wollte am Anfang eigentlich nur ein Semester in Magdeburg bleiben und dann zurück nach Leipzig wechseln. Hab dann aber den Studiengang lieben gelernt, die Universität, die begeisterten Professoren, das hat bei mir ein Interesse geweckt, sodass ich den Bachelor dann zu Ende gemacht habe. Ich konnte im Master direkt anschließen, da er thematisch sehr gut passte. Hab dann Professor Lukas kennengelernt, der mich noch zur Promotion bewegen konnte, begeistern konnte, sodass ich die jetzt auch noch erfolgreich abgeschlossen habe. Und mittlerweile liebe ich nicht nur die Stadt, die Universität, sondern auch die Forschung und die Lehre. Und deswegen habe ich mich entschieden zu bleiben.